Muss Staubsaugen. Ja. Okay. Will ja mal starten, ne? Warte, warte, warte. So. Und Shooter auf Löwenzahn-Dingsbums gehen. Und so weiter. Löwenzahn-Dingsbums, du kannst wieder das. Na doch, man kann wieder so ein bisschen Dings sehen, aber das passt schon. Es ist immer so wie immer. So immer dasselbe. Ich mach gleich den Ton wieder leiser. Jo, jo. Und durchdrehen. Na, okay, gut. Alles klar? Oh nein. Ja. Alles klar. Oh Gott, alles ich super. Auf, ich hab auf Escape gedrückt. Nein. Naja. Was ist denn jetzt los? Ja. Okay. So, ich muss die näher zur Pose einnehmen. Hast du die Kamera auch wieder auf dem Kopf? Ja? Ob du die Kamera auf dem Kopf hast? Wieso soll ich die Kamera auf den Kopf machen? Nein, ich habe eine normale Farbkamera. Oh. Ja, wieso soll ich die Kamera auf den Kopf machen? Ich hab voll langweilig, du musst den Zuschauern Entertainment. Ich mach gleich wieder die Oma an. Wie bitte? Ich mach gleich wieder die Oma an. Nee. Also, auf den Kopf oder nicht? Auf den Kopf. Okay, dann gehen wir zur Oma. Nein! Nein! Du bist nicht, Matze. Hallo Leute, willkommen bei Löwenzahn 6. Unseren tollen kleinen Sekundärprojekt mit Mr. Möhr. Hallo. Was ist jetzt so witzig? Ich weiß nicht. Ich muss da die Oma denken. Okay, Mr. Möhr, Mr. Möhr hat ihn gefragt, darf es sich denn wieder etwas aussuchen, wo wir jetzt hingehen wollen? Ich habe gesagt, noch nichts habe ich nie gesagt, aber jetzt sage ich, Mr. Möhr, suche dir etwas aus, außer dem Toaster, wo du hingehen möchtest. Ich möchte nie wieder zum Toaster und ich habe so ein unglaubliches Glück. Kannst du nochmal nach rechts gehen, bitte? Nach rechts, okay, gehen wir nochmal wieder nach rechts. Klicke einfach mal aufs Telefon, das sieht so verlockend das aus. Das Telefon, wow, ach, da ist das Telefon. Ah, da können wir noch nicht, da können wir von hier aus nicht ran. Okay, dann musst du halt nochmal nach rechts gehen. Okay, auf das Telefon. Ja, klicke aufs Telefon. Klingelingelingeling! Disco-Telefon! Klingelingeling! Oh, es trifft mal durch, okay. Es passiert nichts mehr. Es klingelt nur wie bekloppt. Okay. Dringel! Und noch Klingel! Mal. Klingel! Okay, dann, okay, dann halte reicht. Ich. Wow. Das hat bestimmt auch wieder so eine Frau gemacht. Damit kannst du recht haben, Mr. Müll. Das könnte sein. Stell dir mal vor, so riese. Und so da Partie. Nee, bei ihr hat er sich so angesagt. So, hat er das so vertieft. Und der Typ, da konnte er sich selber schon gar nicht mehr einkriegen, das halt. Genau, gut, der klickert auf den Ofen. Da muss jetzt wirklich was passieren. Nein, ja, aber bei echt passiert auch nichts. Doch. Die Künstler gegangen. Das ist mein Lieblingsmotiv. Weil nämlich mein Opa Willi und Tante Martha auch so einen Hirsch über einem Sofa hängen hatten. Auch mein Nachbar Paschulke. Ja. Ich fand nun, dass es noch viel mehr Möglichkeiten gibt, einen röhrenden Hirschen zu malen. Und jetzt bist du an der Reihe. Ja, du! Einen ganz persönlichen röhrenden Hirschen. Deiner Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Alles ist erlaubt. Mach ein Foto von deinem Kunstwerk und schicke dann entweder das Foto oder das Original an folgende Adresse. ZDF TV, Redaktion Löwenzahn, in 55100 Mainz. Mainz! Geil! In meiner Heimatstadt und da, wo ich lebe. Kannst du da zu wissen, wie wohnen diese ganzen behinderten Menschen? Nein, nicht da. Denk mal drüber nach, denk mal drüber nach. Oh Mann, ey, Peter Lustig will, dass alles zu mir kommt, nach Mainz. Das ist ihr irgendwie nicht schön. In allen Größen und Formaten. Das für jeden was dabei, auch für den kleinen Geldbeutel. Das hat sich irgendwie angehört wie uralte Aufnahmen von Hitler. Ihr rührt's in allen Größen und Formaten. Das für jeden was dabei, auch für den kleinen Geldbeutel. Warum? Product Placement. Wieso, wollen Sie die Kinder dazu bringen, so einen rührenden Hirschen zu kaufen oder? Ach, was soll's. Oh so. Mann, der Einsendeschluss ist schon vorbei. Mann, was machen wir denn jetzt? Ja, Mensch, Zeit zurückdrehen natürlich. So, was gibt's hier noch? Also mit Timeshift? Wo willst du hingehen? Ich möchte gerne aus dem Fenster springen. Das geht leider nicht. Okay, dann klick einfach unter diese total unauffällige Box unter dem Bett.
Tut mir leid, die ist mir zu unheimlich. Nochmal. Ich hab das nicht gesehen, es hat so gelaggt. Klick drauf. Ja, da passiert auch nichts hier. Okay, ich klicke halt drauf. Du wirst sehen. Ach du Scheiße. Kommt bestimmt wieder ein Song oder sowas. Nee, das sieht mir ja aus wie riesiges Gebastel. Hä? Was ist denn jetzt los? Achso, ich glaube, er wird geladen. Ja, ich sehe nichts. Ja, ich auch noch nichts. Da ist wird gerade wie Peter Lustig geladen. Wozu braucht man... Wieso hat der XXX hinten im Schrank stehen? Porno. Warte, was mal? Ich muss mal kurz gucken. Doch, er lädt irgendwas auf der CD-ROM. Oh Gott. Schau dir mal den Drachnom an, mit dem Gesicht. Ja, der ist cool, aber... Okay, was will wieso? Er jetzt? Okay, Leute, wieso hat Peter... Was könnte in dieser XXX beschrifteten Box hinten im Regal sein, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Was glaubt ihr, was ist in einer XXX... Was steht da unter? Reis oder Kekse? Also, Reis, doch, Erbsen. Reis. Erbsen, Nägel, ja, natürlich. Hallo. Schau dich ruhig um in meinem Bastelkeller. Wow, darf er jetzt so lange laden? Ja, keine Ahnung. Das war's jetzt anscheinend. So hat Peter gewesen. Lustig so einen riesigen Sack Gips. Ach, weißt du was, ich so schau mich jetzt einfach um und er kann nichts dagegen tun. Willkommen in meinem Bastelkeller, hat er nur gesagt. Okay. Oh, ich dreh dich! Ja, guck, ist immer wieder diese Animation. Gag. Oh, jetzt. Gag. Oh, scheiß Rad. Oh, ja, Schnippel. Kannst du mit der Schere einfach alles durchtrennen? Los. Oh Gott. Klick mal auf den XXX. Okay, was die Schere macht. Nee, erstmal, okay, XXX. Ja, geht nicht. Ja, die Dosen gehen. Das hört was Memory. Ach du Scheiße. Memory? Okay, wir hören uns wieder tolle Basti-Ideen anhören von... Wem? Von Peter Lustig. Okay, schalten wir ihn doch mal eine Stufe lauter, damit wir ihn auch gut verstehen können. Denn sonst haben wir immer kleine Hörprobleme. So, wollen wir mal. Hör zu! Ja, Memory, wer kennt das nicht? Immer zwei gleiche Motive müssen in einem Spielzug aufgedeckt werden und schon hat man seine ersten Punkte. Doch bei diesem hier muss man nichts aufdecken, sondern gut, ja vielleicht sehr gut hören können. Oh! Es sind immer zwei gleiche Gegenstände, die sich in den Filmdosen verstecken, erhören. Ach du Scheiße. Schau dich mal in deinem Zimmer um. Da findest du sicher eine ganze Menge kleine Gegenstände. Ja, auch in der Küche gibt's was für dein Hörmemory. Zum Beispiel XXX-Schachtel. Was da wohl drin? Die Filmdosen auf und fülle immer zwei Filmdosen mit den gleichen Drogen, Gegenständen. Alkohol. Du kannst auch von dem gleichen Gegenstand vier oder sogar sechs Dosen füllen. Doch dann musst du in der Anzahl variieren. Also oh, sehr schlauer Peter. Kann ich auch acht Dosen haben? In zwei anderen. Nein, das nicht. Oh nein. Das letzte Paar zehn. Hm? Alles klar? Gut. Hm? Das steht aber ja nicht im Text. Wenn ihr unsicher seid, was in der Dose drin ist, na, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder den Deckel öffnen und nachsehen, ob die Paare zusammenpassen. Oh, voll intelligent. Dosen Nummern schreiben. Die 1 für Schrauben. Darauf wäre ich nicht gekommen. Für Büroklammern und so weiter. So eine simple Idee komme ich nicht. Und was ist, wenn man vergisst, welche Sachen man nummeriert hat, mit welcher Nummer? Was ist dann? Auf das nächste Spiel. Keine Ahnung. Ja, und wenn du ohne Nummern auf den Filmdosendeckeln spielen magst und auch keine Lust hast, in die Dosen zu schauen, dann geht das auch. Nachdem alle ihre Filmdosenpaare erhört haben, kommt die Kontrolle. Dann kann es vorkommen, dass einer sich verhört hat. Hm? Ja, okay. Ja, Mr. Mehr? Also, kommt immer hoch, ne? Das Spiel ist zu gruselig. Das Spiel ist gruselig für Kinder unter 12 Jahren. Nee, 10 Jahren. Ich gehe das immer noch nicht aus dem Kopf. Der Rüdiger, der Weok LP, der hat sich jetzt gerade heute, hat er sich gemeldet bei Löwenzahn Part 3. Ich weiß. Hat sich da gemeldet und hat jetzt erst mitbekommen, dass wir ihn Rüdiger, den kleinen Vampir, genannt haben. Das hat er vorher nicht mitbekommen. Und hat geschrieben, ich hasse euch. Also, wir werden mal wieder gehasst von Rüdiger. Er ist gar nicht so nett, wie er denkt. Er ist nicht so nett. Er ist einfach asozial. Er nutzt jede Möglichkeit aus, uns fertig zu machen. Das geht nicht. Ja, das ist echt gemein. Nee, Moment, wir sollten aufhören. Mich hatte mal jemand in meinen Videos letztens erst angeschrieben, ich sei ein Hurensohn, weil ich dich beleidigt hatte, obwohl das witzig gemeint war. Nein, Rüdiger, wir lieben dich. Was zur Hölle? Oh, was ist das denn? Was ist das denn Geiles? Oh, guck mal, das wackelt alles. Oh, ich will das muss ich anklicken. Es geht nicht, es wuschelt einfach nur. Es geht nicht, es wuschelt nur. Oh, Kabel, nee, mit Stecker will ich nichts mehr zu tun haben. Kann ich das Licht ausmachen? Fubbel, nein, nichts damit, Fubbelblätter. Ach du Scheiße. Bitte nicht der Frosch. Oh, bitte, das willst du mir nicht erklären, oder? Oh Gott, die CD dreht wieder durch. Ja, ein bisschen Frosch muss sein.
den Text schon. Nee. Ich glaube, die CD explodiert gleich oder so. Ja, das kann ich echt verstehen. Ich glaube, ich gucke mir mal die CD an. Wartet mal kurz, ich pausiere für einen Moment, bin gleich wieder da. So, aufräumen weiter geht's. Könnte ich hier mal wieder. Aber man sieht ja, du kannst einfach aufräumen. Dass hier gearbeitet wird, ne? Ja, man sieht es. So, ja, wir haben die CD wieder repariert, wir haben sie wieder zusammengeklebt und jetzt funktioniert sie wieder. Nein, wir wollen jetzt nochmal zum Papierfrosch gehen. Ja. Weißt du noch warum, Mr. Möhr? Warum? Der also klick erstmal drauf. Weil da steht ja ein bisschen noch nicht anklicken. Vor allem dann, nein, dann lass ihn erstmal aussehen. Wenn du es willst. Aber soweit. Nein, lass ihn schreien! Schnapp dir das Ding. Mann! Und lege es der Länge nach. Was? Alles versaut! Leg es in der Mitte. Nun falte den rechten und den linken Zipfel. Den unteren Streifen doch mit der Schere abschneiden. Im Altpapier entsorgen und der Frosch kann schon bald quaken. Moment. Es geht erstmal weiter. Damit du immer weißt, in welche Richtung du falten sollst, sind auf dem Foto Hilfslinien eingezeichnet. Geil! Die durchgezogene Linie ist die Tallinie. Das heißt, diese faltest du zu dir. Noch eine kleine Hilfe. Ja. Nimm ein Buch und schlag es auf. Die Falte in der Mitte ist eine, ja genau, eine Talfalte. Oh! Ja. Die gestrichelte Linie ist die Bergfalte. In diesem Fall würdest du das Buch aufgeschlagen vor dir liegen haben, allerdings mit der Schrift auf dem Boden. Alles ja. Drin? Ja. Na prima. Ja. Worauf warten wir noch? Weiterfalten. Übrigens, die zwei Bergfalten sind genau in der Mitte von den äußeren Rändern zur Mittellinie. Zur Tarnung. Oh, ja. Bergfalten. Gleich wirst du merken, dass dein schon fast Frosch ein bisschen störrisch sein kann. Denn beim nächsten Schritt ist das Falten nicht ganz so leicht. Mit Geduld und Mut. Oh, er soll aufhören zu reden. Halte vorsichtig die Punkte A und B. Auf den Mittelpunkt. Gleiche machst du mit den Punkten C. So, du weißt was? Dann kannst du den Rest vorlesen. Na, warte. Geh nochmal an den Anfang bitte zurück. Bitteschön. Okay, dann gehen wir zurück. Wie ihr seht, steht da ein bisschen Frosch muss sein. Möchtest du wissen, was meine Meinung dazu ist? Nein. Hey, ein bisschen Spaß muss sein! Okay, gut. Ja, ich lese ja schon vor. Los, geh zurück. Geh runter. Ein bisschen Frosch muss sein. Ab Nummer 4, oder? Ja. Gleich wirst du merken, dass dein schon fast Frosch ein bisschen störrig sein kann. Denn beim nächsten Schritt ist das Falten nicht ganz so leicht. Mit Geduld und Mut schaffst du es aber sicher doch. Falte vorsichtig die Punkte A und B auf den Mittelpunkt. Das gleiche machst du mit den Punkten C und D. Und dann geht's weiter. Falte den rechten oberen Zipfel zur Mitte. Zur Mitte. Der Mitte des Blattes. Dabei handelt es sich um die Tallinie. Aus der gefalteten Position heraus knickst du dann noch eine Berglinie, alles klar? Dann wiederhole den Vorgang an den anderen drei Zipfeln. Jetzt drehe dein Kunstwerk, was ursprünglich bedeuten soll, deine Scheiße, die du gebastelt hast, um. Wenn alles geklappt hat, sieht es jetzt so aus. Nun, sind zwei Tallinien zu falten, als hättest du nicht schon genug Tallinien gehabt. Noch mehr Froschmodus. Weiter geht's jetzt mit dem Hinterteil. Besser gesagt, den Sprungbeinen. Denn die sind richtig wichtig, denn mit denen wird dein Frosch später hüpfen, wie ein Frosch es normalerweise tut. Knickepunkt E in deiner Talfalte. Jetzt strecke ihn in das Innere des Frosches. Okay, weiter. Knicke die letzten zwei Fallen. Zuerst die Berglinie, dann die Tallinie. Und weiter geht's. Stimmt gar nicht. Voll gelogen. Schon geschafft. Applaus. Dein Frosch ist fertig. Auf dem Foto siehst du ihn noch aus unterschiedlichen Ansichten. Falls du ihn noch nicht genug falsch in den Arsch gesteckt hast, kannst du ja noch mal weitermachen. Nein, lass ihn hüpfen. Dazu musst du nur das Hinterteil mit Zeigefinger runterdrücken. Loslacken und schwupps, weg ist er. Naja, fast.